Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland mit mir hier wieder Was hat denn dich versteckt. hier oben? Kotzpuppe im Teamspeak Dr. Snone. Was sagt er? Windig ist es hier oben. Gehen wir doch mal gucken. Hier wieder Was hat versteckt. windig hier Oh, oben? ich kann mich selber hören. Kotzpuppe? Na super. Im Teamspeak Dr. Snone. Was sagt er? Ja. Windig ist es hier oben. Ja. Pausieren. So. Wieso ist er nicht online? Was habe ich denn? Habe ich doch glatt das N vergessen. Huch! Wo ist er denn hier? Ah, Hochhaus. Ah, Aufzug. Da können wir uns doch mal hinsetzen. Beachtlich, aber bei weitem noch nicht so den Style von diesem hier. Da kann er natürlich noch mit Innenausstattung punkten, aber also rein optisch von außen ist das echt mit das schönste Gebäude hier. Richtig viel Schnicki Schnacki draußen dran, schön plastisch umgesetzt. Hat er definitiv den Building of the Year Award mitgewonnen. Aber das könnte noch eine Ja, etwas. das Schnicki-Schnacki war auch jede Menge Arbeit. Ja, deswegen. Stunden. Und Kupfercover, die sich ja eigentlich. Oder Kupfer lässt sich ja eigentlich nicht in Cover schneiden. Nee, bei 1,7,10 geht das aber wieder. 1, 7, 10. Warum das hier nicht geht, das weiß ja keiner. Zu blöcken geht, aber in Scheiben schneiden, so wie er es hier in den Fenstern gemacht hat. Das geht mit der Säge nicht, aber man kann sich die aus dem Äther ziehen. Entschieden. Könnte mich nicht entsinnen. Ja, eigentlich muss man da bestimmte Blöcke haben für, aber die kann man nicht kräften. Aber wenn man die kräften tut, also wie man die halt macht, kriegt man andere Blöcke. Die haben dann eine andere Nummer. Ist natürlich unvorteilhaft. Ich habe es auch noch nicht ändern können. Ich habe schon ein paar Sachen versucht, aber geht nicht. Ja, schon fett. Skyline von Drüsingen. Direkt gegenüber der Zirkus, ja. Gucken, ob wieder ein paar Sitzreihen weggeburnt sind hier, aber es sieht mir nicht danach aus. Da unten. Echt die falschen Planken verwendet. Und hier wollte ich auch noch mal ein paar Sachen machen.
Oh, hier die Fähnchen, gell? Die ich da eigentlich noch hinsetzen wollte. Und hier vorne diesen... Keine Ahnung. Dackel. Fetten Dackel. Den wollte ich eigentlich auch nochmal markieren und kopieren zumindest. Aber das ist mir ja auch schon einmal nicht geglückt. Heute wollte ich hier mal mit den Aufzügen gucken, was ich da noch so machen kann. Am besten wäre, glaube ich, aber wenn ich da hinten anfange, im Glastürmchen, weil da habe ich den Aufzug ja schon fertig gebaut. So. Ist ja auch fast wieder zugefroren. Wie schön. Ich sollte vielleicht da noch so ein bisschen Schnicki-Schnacki drum machen. Passt jetzt hier auf der Seite natürlich gar nicht, aber... Was soll's? Soll ich das so lassen? Nee. Nee, so können wir das nicht lassen. Ja. Wie ich sagen, habe ich schon schlechtere Sachen gebaut. So, Tür auf, nein, Tür zu. Ach ja. Er war ja noch gar nicht fertig. Ding. Irgendwie lackt's. 15 Ticks. Ja, hier müsste ich vielleicht mal den Aufzug auch fertig bauen. Der dann hier in dem Fall sogar noch... Na los! Noch eine Etage höher geht. Rein zufällig habe ich sogar Mobiliar auf Tasche. Aber ich glaube keine Knöpfe oder so. Schilder auch nicht. So, bauen wir uns hier irgendwo mal eine Werkbank hin. Kann die auch nachher wieder abreißen. Aber Glas habe ich keins. Sei denn... Ich... Cover, Paneele. Ja, ich glaube, das sollte machbar sein. Und Eisenblock brauchen wir 9. Also 8, 9. Dann können wir den Aufzug sogar fertig bauen. Sehr schön. Hier ist sogar mehr, als ich eigentlich brauchen werde. Jetzt mal ein bisschen Rummel auslagern. So. Und mit dem Holz. Bauen wir uns ein paar Schälchen.
Knöpfe. So, dann gucken wir mal. Jo! Patsch. Metallblock. Knopf. Gut. So. Wie gattert er nicht jetzt hier? Ah, geht doch. Sehr schön. Das Licht ist ein bisschen spastisch, aber da können wir wohl mit leben. Den Rucksack brauchen wir. Ja, sehr schön. Linke, rechte Teile, Eckteil haben wir sogar noch eins. Das hier. Die guten Tische. Kitchen Cupboard. Könnten wir uns also auch eine kleine Küchenzeile hier einsetzen? Irgendwo? Vielleicht hier so? Wäre auch mal eine Idee. Was sagen wir denn mal? Oder hier? Nee. Machen wir das hier so? 1, 2, 3. Das muss doch irgendwie gehen. Hi, Nonsmith! Plup, plup. Dann sollte vielleicht statt dem Ding einen Kühlschrank da reinsetzen. Das wäre doch was. So, und dann machen wir hier vorne. So, schön gegenüber. So, zack, zack. Zack, zack. Na, komm schon. Und dann ein bisschen mit schönen Tischchen und Lämpchen. Hier hingehen und vielleicht so eine Couch-Ecke machen. So ganz gechillt im Turm abhängen. Das ist dann so, wer war's? Dornröschen, genau. Keine Zwischenstücke mehr. Mist. So. Gehen wir nämlich bis hier. Bis da. Bis hier. Bis da. Bis da. So. Und dann hier so rüber. Lü, lü, lü. Vielleicht bis da. Oder bis hier. Bis hier. Bis da. Haben wir noch ein Tischchen. Ich habe heute bei Blue Power schon mal so ein paar Red Power Texturen eingebaut.
Ah, okay. Also hätten wir dann trotz neuer Items quasi die alten Texturen. Obwohl es gar nicht mehr das ist, was Ja. es jetzt ist. Ja, bis auf die Maschinentexturen, die weiß ich noch nicht. Das ist ein bisschen viel, ey. Komm. Vielleicht hier noch so in der Ecke. Vor allem muss ich erstmal wissen, welche Texturen dafür was ist. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich hatte ich nicht noch irgendwie Glasscheiben? Oder nee, Paneele waren das, wa? Glascover, Glaspanel. Aber dafür gibt es da ziseliertes Marmor. Ja, wäre schon nicht schlecht. Wie viel brauchen wir denn davon dann? 4 oder so? Acht. Acht müsste gehen. Kriegen wir nämlich zwei Tische raus. Oder ein paar Eisenstiefel? Das ist immer so crappy, wenn das Inventar so voll ist. Und den. Noch zwei Lampen. Guck mal, da halt noch eine hin. Und ich glaube, hier kann man keine mehr hinstellen. Ja, das ist auch nicht ganz so schön. Die Rückseite brauche ich eigentlich nicht, aber weiß nicht. Oh. Das war jetzt. Warum ist überhaupt das Marmorcover rausgefallen? Muss mir auch erstmal einer erklären. In meinem Glasturm. Ach, das sind sogar ganze. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Fertig. Ja, wie gesagt, dann bräuchten wir noch Couch-Mittelteile, mindestens 4 Stück, einen Kühlschrank und noch ein paar Tischchen. User joined your channel. Bienen. Bienen. Penen. Ja, wie Frage geht's euch, euch, Kollegen? Ja, Montag, ne? Ja, scheiße, ne? Mann, Mann, Mann. Ich könnte es ja Ich hier dachte, so. der Tag geht gar nicht um. War Blue Monday heute. Warum? Wird denn blaues. Angeblich hat das ein Wissenschaftler herausgefunden. Wie sie alles herausfinden. Das war jetzt ein ernster Hintergrund, ja. Du hast es aus den Fingern gesaugt. Diese Info. Ja, wenn, dann hat sich eins live die aus den Fingern gesaugt.
So, weiter geht's. So, irgendwie noch. So. Ja. Was damit? Ein Doorboard. bisschen rustikaler. So. Dann, nämlich dann, können wir auch hingehen und hier noch das Lämpchen hinstellen. Geht doch. Wie viel Eisen habe ich eigentlich noch? Da gar keins. Und hier? Drei. Da werde ich wohl noch ein paar holen müssen. Denn dann kann ich mir erst den Kühlschrank bauen. Ich frage mich auch, warum man die Musik gar nicht hört. Ah doch, da ist was. Jetzt höre ich es auch. Ja, mit dem Alter wird man taub. Ist einfach so. Zu viel Rock'n'Roll, sage ich dann immer. Ja, ist doch so. Brauchen wir denn? Fridge und Tiefkühlung auch. Immer relativ. Ja, Bus und Bahn, das Vergnügen hatte ich in letzter Zeit auch des Öfteren. Ich mich mit dem Kühlschrank ins Bett. Ja, der Omnibus höchstens. Hallo. Ah. Muss man heute echt ein bisschen drauf warten. Irgendwas habe ich mit Sicherheit wieder vergessen, aber egal. Fahren wir zurück. So, ja. Wollte ja noch. Binnen. 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 War ja schon mal. So ein paar Millionchen reinlegen. Wir stacheln ans Schiff. Was? MT. Säge. Ständig lecker. Ja, Prost. Ja, danke. Geräusche. Oh, ich habe jetzt einen schweren Jäger mal mit Kevlar ausgestattet, aber viel leichter ist er dadurch auch nicht geworden. Jägermeister mit Kevlar ausgestattet. Ja, einen schweren Jägermeister.
Nee, da kann man wohl nichts machen. Oh, sieht doch schon ganz gut aus, finde ich. Fehlt eigentlich nur noch ein Regal. Stimmt, das hätte ich mir bauen können. Rück mal ein Stück, ich krieg ja kaum noch Luft hier mal. Bitte sauf. Das Weltall ist viel zu klein für uns beide. Ich glaube auch. Indirekt, ja. Das ist. Ja, das stimmt schon. Ja, Dominik hatte sich wohl Life is Feudal gekauft. Das hat er ganze 20 Minuten gespielt, dann ist er offline gegangen. Ja, wenn er schon hier bei Space Engineer denkt, das ist zu langwierig. Dann hat er sich ja das richtige Game gekauft. Genau, Möbel. Möbel wollte ich bauen. Ah, ja, schlepp ran den von dem Fraß. Mutti. Schlepp ran den Fraß. Ey, geh weg mit dem Minzblatt. Mein voll. Gott, ist das wieder ein Niveau hier heute. Ach, warum immer grau am Anfang nimmt, ja? Ja, das. Keine Ahnung. Tisch. Weltraumgrau. Weltraumgrau. Oh, das ist so dirty. Nein, das ist doch nur dirty. Das ist noch gut shitting. Shitting oder shitting? Shitting. Ah. Reizend. Und ich wasche meine Hände danach. Echt? Warum? Warum nicht? Jetzt. Boah, sieht cool aus. Das sieht echt gut aus. Aber wenn du jetzt mit dem alten Fighter fliegst, kommt der richtig schwerfällig vorher. Ja, glaube ich. Im Vergleich zu den neuen Dingern. Dann nochmal zurück. Holz habe ich ja. Holz, glaube ich. Ja, gut. Also gewichtstechnisch macht die neue Panzerung schon was her. Ja, ich habe ja den neuen Fighter quasi umgebaut. Den alten Fighter in. Hallo? Wie gesagt, in. Carbon oder Kevlar. Geht doch. Mario, was war da letztens für eine Aktion? Das hast du schon mal gebracht. Fuß setzen und dann schnell offline gehen. Jetzt steht der Fuß da wieder rum. Auf der Baufläche. Den habe ich doch gar nicht gebaut. Kann sein, dass gestern der Kollege den gebaut hat. Ach so, ja dann. Oh oh, oh oh, oh oh. Aua, aua, aua. Oh, low health. Warum? Weil ich wieder mal in den Schweißer geraten bin. Gibt's ja nicht, ey. Da ist der Tint voll gelaufen. Könnte mir auch ein Blechdach machen. Aber ich glaube, das kann man nicht mal schnell in die Krankenstation. Sag mal, Mario, ist eigentlich noch einer deiner 47 Server frei? So 47? Hast du ja, drei? Ja, weiß ich, wie viel du hast. Es sind nur 42. Also. Drei, da kannst du noch ein paar mehr kaufen. Weil so ein Base Engineers Freestanding Server wäre ja schon toll, so dedicated. Ja, der muss aber auch regelmäßig updaten, ne? Ja, eben, das ist ja der Scheiß. Freistehend. Letztens kam irgendwie drei Tage nacheinander ein Update. Ja. Ja, was ist das für eine Scheiße, immer ist halt abzudaten. Echt immer noch so schwierig. Besser als gar keine Updates. Ne, das ist nicht schwierig, aber ich bin ja auch schon mal arbeiten, ne? Das war jetzt ein Seitenhieb auf Minecraft. Ein bisschen Arbeit. Was? Schon wieder? Seitenhieb? Ja, es ging um Space Engineers, dass da so ziemlich alle drei Tage mal irgendwas abgedatet wird. Ganz genau, Herr Rotzkocher, das hast du gut verstanden. Ja, was ich denn? Muss das hier und so fliehen, weil Pete sagte, kann den Teamspeak nicht hören. Gibt's keine Updates mehr? Naja, ist abgeschafft worden. Ich hatte noch irgendwo rote Wolle.
wäre das denn? Stückchen. Ja, bestell Piez meine Grüße und sag mal, das habe ich gestern total verpennt. Das ist nichts geworden. Grüße soll ich bestellen von Cyrus und irgendwas hat er total verpennt. Macht nichts, war nicht schlimm. Er hätte es nicht gebracht. Ich weiß nicht, was ihr da gestern vorgehabt hättet, aber er hätte es nicht gebracht. Weiß er schon Bescheid. Mehr Alkohol für Peter übergeblieben. Ah ne, darf er ja eh nicht saufen im Moment. Nee. Und wie geht's Peters Magen denn? Besser? Wie geht's seinem Magen? Besser. Besser, schön. Hat er Magenprobleme? Ja, hatte er. Das haben wir, Coachen haben wir. Ist ihm aufgefallen, dass er mal richtig kacken musste. Oh, ist ja auch charmant. Mir ist mal aufgefallen, dass du mal richtig kacken musst. Hallo, seid ihr noch da? Ja. Oh, ich bin zu langsam. Ich brauche mehr Triebwerke. Ich habe ja 46 oder so. Er braucht schon 46 Triebwerke. Übrigens, die Schilder kann man gar nicht abschalten. Ne? Ich? Nicht. Das ist doch egal. Ja, finde ich schade. Ich finde das schon cool, wenn man die aktivieren könnte. So. Man müsste auch hinten und eine Seite noch... Allkraft auf die vorderen Schilde. Ja, wir haben nur vordere Schilde. Wir sollten uns vielleicht rundherum mal Schilde verpassen. Ein Schiff aus Schildblöcken bauen. Ja. Der braucht keine Panzerung. Vielleicht haben wir sogar noch ein bisschen Weintrauben. Du weißt gar nicht, was wir überhaupt abkönnen. Man müsste da mal einen Test machen. Ja. Was ist denn los? Komme ich da auch noch mal rein heute? Ich fürchte nicht. Doch... Da, eine. Ja, die schon. Ja, ich musste auch gerade relativ lange laden, also ich weiß nicht, wo man dort liegt. Boah, ist ja. Aber ich wüsste, wo welche sind. Da liegt nicht an meiner Leitung. Ach Gott, hier alles voll. Bestimmt nicht. Weiß ich nicht. Nur die Media-Rotzer weiß man ja nie. Ja, das ist wohl richtig. Wie sieht denn hier aus? Da ist nix. Da ist auch nix. Kann man nur Karottenkuchen machen. Schon mal schicke Flieger. Ich muss mal ein paar Fotos hier schießen. Mal so ein Stack mit. Oder sollen wir mal auf Karotten steigen? Ja, ich habe hier noch so einen angefangenen Stack mit Karottchen. Auch nie verkehrt. Gibt gute Augen. Piep. Ansonsten muss ich da mal eben durch den Garten. Sesam wahrscheinlich. Eben durch den Garten da fliegen. So, geht los mit Hopfen. Und hier haben wir. Komm her, ich mache die Weinlese mit einem Tisch. Ah. Geht das nicht. So, wo landen die Dinger denn? Und was macht das Huhn in den Rebstöcken? Disconnected. Ja, ich kam nicht rein. Hab ich doch. Da stand Weltall ist voll. Flat voll gemacht, kaputt gemacht hier. Kritische Masse überschritten. Bei User. Probier es nochmal. Jetzt rück mal ein Stück. Ja, komm. Immer im Bauch an. Ja. Auch noch mehr gehen. Aber ich glaube, dazwischen kommt man auch irgendwie nicht.
Nimm es auf. Ups. Lass mal über ein Großschiff nachdenken. Ja, ich denke schon. Ja, allerdings mal so eine ganz spezielle Form, ganz besonderes. Was hältst du denn von was extra breiten, aber dafür flach, so ähnlich wie so ein Manta? Was hältst du denn von einer Starbase, wie bei Galactica, die Zylonenschiffe, die großen? Auch cool. Ja, also das war auch so ein Teil davon. Wenn du das nämlich breit machst, weißt du, dann kannst du nämlich quasi so eine Plattform bauen. Ja, die sind ja ein riesen Hangar. Ah ja, klar. Aber die Zylonenschiffe sind auch noch so hoch. Die sind ja dann so quasi ja, so, das ja zwei, so Jojos, ne? Ja, so zwei Discs übereinander. Aha. Das ist ein Jojo. Das ist wohl schwierig, also so große, runde Formen. Muss man halt groß bauen. Also Minecraft-mäßig so quasi mit Dicke-Zahn-Effekt. Ja. Also alleine singen. Sollen wir dafür nicht eine neue Map starten? Meinst du eine Creative Map oder was? Nö, oder ich habe schon überlegt, vielleicht einfach nur eine neue Map starten, nur unser Mutterschiff und die zwei Schweißschiffe, Weldies, da rausholen, die da implementieren, die Basis komplett weglassen und den ganzen anderen Rotz auch. Ist vielleicht auch zwei Fighter oder so. Den ganzen anderen Schranz lassen wir weg. Ja. Also Mutterschiff. Ich kann ja mal deinen Fighter mal ablegen in die Bibliothek. Ja, also Mutterschiff vielleicht mit der Stanze zusammen. Dann lassen wir die Basis weg. Yes, well, then we see us again. Wenn wir Mutterschiff haben. Hat ja genug Ressourcen erstmal drin. On the line. Ja, das stimmt. Okay. Geht doch. Ja, mach's gut. Komm gut heim. Oh, zwei Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. So, Peterchen. Ja, Kotzpunkt baut auf. Ja, er geht. So, ja, ist das Schiff nochmal Viper, ne? Wann fährt er denn nach Hause? Heute oder morgen? Viper, ja. Morgen. Kann ich nämlich auch hingehen und im Prinzessinnen-Schloss direkt schon mal den Leckerwein ansetzen. Ja. Oh. Ich hätte vielleicht auch noch ein paar Glasflaschen. Ich wollte gerade die Zigarette aus dem Aschenbecher nehmen, da fällt mir auf, dass quasi das Mundstück schon glüht. Also ich glaube, die packe ich nicht mehr an. Das hat glüht. Das Ende meiner Zigarette glühte. Ich wollte sie gerade in den Mund stecken quasi. Das schmeckt doch nicht. Ja. Ja, kann ich doch eigentlich. Ihm. Ins Prinzessinnen-Schloss. Hast du den Server jetzt schon geschlossen gehabt? Nee, noch nicht. Warte, ich mache eben noch ein paar Updates von dem Blueprints und dann... Ja, warte, dann gehe ich schnell raus, bevor der jetzt doch noch lädt. Tür auf, rein, tut. Vielleicht schöner bauen, wenn wir auf eine Freemap anfangen. Oder? Hallo. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir da nicht noch ein Mutterschiff bauen, dann geht nachher im Jahr nichts mehr. Das könnte passieren. Nehmen wir mal die drei. Da hatte der Aufzug mal einen kurzen Aussetzer. Ja, wo können wir denn hier jetzt nochmal? So hat dicke Motor schief. Lassen wir den Zusatzcontainer auch so lange weg. Ja, würde ich sagen, ne? Müssen wir halt mal die Materialien im Schiff erstmal aufgebrauchen, bevor das Ding voll läuft. Dann können wir den wieder vorpacken. Packen!
Ja, das könnte sogar funktionieren. Kann man nämlich, wenn man da hingeht. Ha! Sehr schön. Ich bin begeistert. Tja, dann kann ich ja hingehen und hier. Boah, habe ich mir vorhin die Knie gestoßen am Radiator hier. Ich konnte bis auf den Knochen gucken. Was? Ja, auf dem Knie. Also ich bin mit dem Knie gegen den Radiator geknallt. Da war die Haut so aufgeklappt. Beziehungsweise, ja. Oh, ich damaged. Ich sterb gleich. Ich konnte meine Kniescheibe sehen. Oh. What the hell? Warum machst du denn sowas? Hey, was ist denn jetzt los? Da rede ich nicht so gerne drüber. Ja. Schön lecker. Weinchen. Machst du denn da schon wieder? Dann können wir mal Fläschchen. Also irgendwie will können wir natürlich nicht machen. Ein Glas zu wenig. Aber das ist kein Witz, Faller. Ich konnte meine Kniescheibe sehen. Wer will denn das? Und sah es noch gut aus? Du guckst auch 4chan an, oder? Da siehst du da bestimmt eine ganze, Page nur mit offen liegenden Kniescheiben, oder nicht? Da ist ständig so ein Thread, ja. Ja. Das hättest du am liebsten dokumentiert und Bilder von gemacht und direkt hochgeladen. Wieso? Hast du den Thread nicht gesehen? Nee, ich guck da keine Threads mehr. Ist mir einfach, die Seite ist mir einfach zu wack. Die Seite ist mir zu wack. Och. Lämpchen habe ich natürlich keins mehr. War ja klar. Ne? Aber... kann man sich mal ganz bequem hinsetzen. Da ist natürlich schade, dass jetzt hier keine Bilder aufhängbar sind. Hallo Holzgamer. Ja, hallo Holzgamer. Holzgamer, auch nicht schlecht. Aber so ansonsten grundsätzlich bin ich doch eigentlich schon recht zufrieden. Der Wein müsste nur schneller fertig werden. Natürlich jetzt hier so ein bisschen ungünstig, aber ja gut, ist ja nur für den intimen Rahmen, ist ja jetzt nichts hier. Ist ja kein Restaurant mit Publikumsverkehr. Ja, blauen Saphir brauche ich noch. Ich müsste mal gucken. Hallo? Oh. Ja, ich hatte doch, oder habe ich den ganzen Marmor abgeschmissen in der Pyramide? Gucken. Bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe mal, wenn ich jetzt den Blueprint von meinem Schiff habe, inklusive der ganzen angedockten Unterschiffe, dass die alle mitgenommen werden. Du meinst zum Beispiel hier die Stanze und Konsort? Ja. Ja, die werden doch zum Teil des Schiffes, oder nicht, sobald der mal als Block sitzen. Sollte eigentlich, ne? Ja. Muss aber glatt nochmal gucken. Müsste dann vielleicht sogar hier auch noch eine Etage reinzimmern. So, eben Rubber Duck umbenennen. Sollte eigentlich machbar sein. Ja. Deswegen ist er natürlich Mist, dass der Aufzug an der anderen Seite ist, aber... wir sollten Rubber Duck vorne auf der Nase auch aus gelben Steinen eine Gummiente bauen. Ja. Mit zwei Thruster als mit roten Thruster-Augen. Ja, genau. So könnte das gehen. Klub. Dann kommt hier nämlich die Tür rein. Und na. So, hier unser Sherwood Forest nehmen. Towerwood. Machen wir daraus den Fußboden. Der Sound lackt. Ich glaube, ich sollte den Server mal neu starten. Könnte vielleicht schon was bringen.
ne? Dann baut man hier nämlich dann einfach noch zu. Pupetrisch. Das ist es sowieso. Hast du gemacht? Deine Kalkulation nicht aufgegangen? Och, was heißt nicht aufgegangen? Sieht halt teilweise, nun ja, nicht so toll aus. Hm. Also doch verrechnet. Ich mich verrechne? Nein, niemals. Ach, ich habe kein Marmor mehr. Und meine Tasche ist... Oh, ich bin so vollgepackt mit Plunder. Von alles. So, erstmal die ganzen Möbel loswerden. Oder den Gebäude ist voll. Einmal einen Rucksack packen. 17 Holzfässer. Wer trägt denn sowas mit sich rum? Ah, und hier ist noch eine Säge. Das ist sehr gut. Die kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Don't talk about from man or not from man. What do you think about this color? you don't answer my question. Das gibt's doch nicht. Warum ist denn die Energy von dem Suit immer alle 2 Sekunden auf Minimum, ey? Auf 3%. Was? Ey, das gibt's ja gar nicht. Wovon redest du? Ich wollte ja auch noch hier hingehen. Ich bin tot. Hier Marmor reinziehen. Hast du dir irgendwo dran rumgebaut? Nee. Also die Energie, nicht Health. Achso. Wahrscheinlich ist mein Flugring gleich auch hier, beziehungsweise die Batterie. Ich hatte eine Minute komplett abgelaufen. Im Leck in der Batterie. Ich glaube auch. Ja, aber irgendwas war das, ist das sowieso irgendwie komisch, ne? Auch mit dem Flexen, dass du da teilweise dann in Health verlierst. Zu Tode geflext. Die Eingänge sollte ich vielleicht auch aus Torwood machen. Zumindest aus diesem Encased Torwood. Wollte gerade sagen, wie leer. Leer kann ich sein. You check if mine ever built. If I ever built. Want to know if I ever built. I clean it. Tür auf. So, die ist die Reaktionszeit doch ein bisschen langsam. Also ich finde, deine Türmchen haben was von Phallus-Symbole. Ja, dürfen ja auch verehrt werden. Was war das denn jetzt? Das mal alleine. Ohne Aufzug. Was macht Wario denn? Im Bau am Hochhaus Nummer 58. Kannst du auch mal ein Hochhaus in Space Engineers bauen? Ja, jetzt haben wir auch japanische Städte als Blocks. Ja. Mit Schildern und sogar Pflanzen. Ja, Bäume. Bäume im Weltraum. Ja. Und wir haben auch sphärische Gravity-Generatoren. Also man kann quasi auf Asteroiden jetzt Welten erschaffen. Oder man geht hin und baut sich ein Forschungsschiff mit so Kuppeln, wo dann in diesen Glaskuppeln quasi Biome drin sind mit Bäumen und Gräsern und. Das ist die Idee. Ja. Bau schon mal das Schiff. Machen wir jetzt auch. So, alles gespeichert. Mhm. So ganz zufrieden bin ich immer noch nicht damit. Da gab es doch damals auch diesen Film. Ein uralter Film so aus den 70s. Da war auch so ein Schiff, das hatte so Kuppeln überall und da waren dann so. Quasi die letzten. Ach, das Thema hatten wir doch schon. Ja, stimmt. Genau. Mit den Robotern, mit den kleinen. Den zwei Kisten da, die laufenden Kisten, den orangen und den blauen.
Ich weiß es nicht mehr. Du. Nee, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja, auch nicht. War das nicht. War das nicht Odyssee im Weltraum? Nee, ne? Nee. Stanley Kubrick, den hab ich. Genau. Auf DVD. Der ist auch scheiße. Ja, zum Einschlafen kann man den schon mal gucken. Ja, zum Einschlafen ist der gut. Ja, ja. Guck du mal fort, Chen, du Kunstbanause. Ja, irgendwelche zernarbten Weiberbeine oder Arme von irgendwelchen Suizidgefährdeten. Auch, ja. Soll man die Welt limitieren auf eine Größe? Oder unlimited? Wie bitte? Die Welt limitieren oder unlimited? Ja, lass mal limitieren auf 1 Million. Ja, 100 Kilometer. Ja, 100 Kilometer reicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, komm, dann mach's offen. Mach unlimited. Aber View Distance machen wir echt, drehen wir runter, ne? Ja. Auf 5 Kilometer für Low-End Machines. Vielleicht so? Ja, ist doch cool. Ja, gucken wir mal, wenn da zu scheiß Effekte sind, dann gehen wir ein bisschen höher. Aber. Ja, ja, ist einfach nur, auch ich sag mal so, wenn du viel baust, ne, können wir besser erstmal zum Experimentieren unten lassen. Sieht immer noch komisch aus. Das Damage mach ich mal aus. Vielleicht läuft das dann auch bei Lieutenant Dan auch besser. Aber der hat ja einen Ping wie bei Star Trek, die Leute, die Sternzeit haben, also 1,4 Millionen, 6,2 Periode 6. Mach mal den Permanent Death aus, das heißt, wenn du stirbst, dann verlierst du nicht und immer alles. Ja, das ist schön. Ein Freilassen oder direkt darüber? Ich weiß nicht. Ja, komm, wir haben ja den Platz, Alter. Außerdem schalte ich erstmal die Destructible Blocks ab. Sollen wir bauen. Destructible Blocks? Ja, wenn dann ein Unfall passiert, dann passiert mit den Blocks nichts. Also kannst du quasi mit dem Schiff in den anderen Schiff reinrammen. Ja, genau. Das kann ich nachher anschalten, sobald wir fertig sind. Ja. So, ja, jetzt müssen wir das mal also, ein paar ordentliche Mods ausbauen hier. Quasi ein Mario Safety Mod. Ja, genau. Also die Armored Thrusters, die fand ich ganz gut. Die packe ich mal rein. So, und dann die Keen Medium Thrusters, weiß ich nicht, was das ist. Jetzt hakt schon der Sound. Kann ich mal löschen hier. Ich glaube, ich wirklich Zeit, den Server mal neu zu starten. Ich hatte doch vorhin sogar mal geguckt. Wieso ist denn das hier so duster? Kann ich gar nicht löschen. Aha, okay. Cryopods hier noch keine Lampe hängen. Was? Cryopods? Ja, vielleicht für die nachher für im Schiff vielleicht. Okay. Wenn wir das Mutterschiff ausstatten. Ja. Wäre ja ganz nett, so ein großer Raum mit Cryopods drin. Die Titan Engines nehmen wir, ne? Die waren gut für Großschiffe. Ja. Laser Turret haben wir nicht zum Laufen gekriegt, ne? Lassen wir mal weg. Lass mal weg, ja. String Grinders, String Collectors, ja. Brauchen wir nicht. Ne, String Grinders. Brauchen wir die unbedingt? Wir haben noch die Stanze. Ja, das sind Grinder. Ach so, ja, ach so, ja. Die meinst du die in der Grinderwand ach so, verbaut ja, hast? Ach so, ja, ja, die auch an unseren hier Schweißschiffen verbaut. Ja, ja, dann lass die mal ran. Ja. Ja, das Substanzielle, was wir an den Schiffen haben, müssen wir ja schon mit aufnehmen, sonst haben wir gleich nackte Schiffe. Nackte Schiffe. Ach, Collector benutzen wir nicht nie, ne? Lass mal raus. Ne? Die Kollektoren brauchen wir nicht. Das die ist gelben Trichter, ne? Ja, zum Glaszipfel. Du sagst, du willst lieber die Twin Wälder haben als die Laser Wälder? Warte, die langsamer, aber. Ja, aber die haben echt keine Reichweite irgendwie, ne? So, da muss schon echt am Metall kleben, damit das Ding anfängt zu schweißen. Ja, nimm sie mit rein. Nimm mal rein!
ein bisschen rebalanced Kosten. Meteor Defense Turret, wir haben keine Meteore. Hyperdrive funktioniert nicht. Sollen wir die Stargates auch erstmal weglassen? Haben noch nicht eins gebaut, oder? Aber lassen wir erstmal wegkommen. Können wir ja reinbacken, wenn wir so haben. Können wir immer noch auf der anderen Map mal ausprobieren. Ja. FTL Jump Drive machen wir auch nicht, ne? Wie nennen wir denn Jump Drive? Ja, das war ja sowieso sehr gefährlich alles, ne? Haben wir nie benutzt, ehrlich gesagt. Ne, das ist so ein, du kannst so Koordinaten eingeben, da wirst du quasi hingebeamt. Ach so, ja. Ja, das ist doch sehr speziell. So. Ja. Solarpanel mit einer höheren Auflösung, mit einer höheren Energiedichte. Geht doch. Könnte man nehmen, ja. Als Notenergiesystem fürs Mutterschiff. Ne, komm, ey, scheiß drauf. Wir haben die blöden Steingeneratoren. Das werden wir nie ja, benutzen. Stimmt. Wenn dann nur aus optischen Gründen, dann kannst du den normalen finden. Das stimmt. So, okay. Die Migio Laser Weapons haben wir auch nie hinbekommen, ne? Back! Honey, I Shrunk the Conveyor ist der letzte Scheiß, haben uns schon ziemlich viel Sorgen bereitet. Rare Ore Rebalance, ja, da packen wir mal rein. Ja, mehr Ore zum Schießen. Die T-Cockpits fand ich ganz okay. Ja. Die Hammerman Decorations waren ganz gut, ne? Ja. Das war das mit den Holzfußböden und der ganze Rotz, ne? Mhm. Ja, da sind schöne Sachen drin. Es lackt. Heavy Armor werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr verwenden, weil wir die Graphene Armor haben. Deswegen lasse ich die Armor-Veränderung mal raus, die ohne Ecken. Reavers Copy of Thrust Engines with what? Ups. Thrust Engines with what? Aua. Laser Welder ist. Gerade noch eine Runde Dings gespielt, GTA. Da ist einer voll ausgerastet, weil ich ihn dreimal hintereinander gekillt habe. Ey, der hat da rumgeschrien. Ich dachte, der kommt mir gleich durchs Mikrofon gegangen. Deutscher. Der findet dich und killt dich. Ja. Glaube auch. Okay, der Ore-Detektor, den nehmen wir uns, ne? Den Prospektor. Nur hatten. Alles voll. Und die Large Refinery, ne? Ja, die können wir auch ein bisschen verbauen. Ja. Die Codecat Cockpits, die waren ja gut. Die große Ohr, also den großen Ohrdetektor hast du auch drin. Ja. Ja, gut. Menno. Ey, ist doch kein Trampolin hier. Was ist das? Den willst du mal ausprobieren. Die Arc Furnace muss auch mit drin sein, sonst ist unsere Stanze nicht komplett. Ach so, ja, genau. Denk dran, dass wir die Teile, die im Mutterschiff verbaut sind, auch wieder nehmen müssen. Das ist am Mutterschiff nur ein Schatten seiner selbst. So? Detachable Connectors fand ich geil. Auf jeden Fall sein. Das denn nicht? Den Fly-Through-Welder habe ich noch nicht probiert, aber möchte ich gerne ausprobieren. Den Star Trek Disruptor Pack brauchen wir. Mittlerweile. Die Medium Antenne ist eine gute Idee. Die Pflanzen mal verbauen. Schön. Die Dark Mechanicus Helm. So langsam wird's ja. Dann ist das Piratenschiffsteuer. Also, ja, komm, warum nicht? Die Graphene Armor auf jeden Fall. Legen die Füße hoch. Vector Beams sollst du ausprobieren, ne? Ja, klar. Ventilatoren bei Großschiffen ist sehr interessant. Azimut, ja, auf jeden Fall. Ja. Zur frühen Nacht, mittaglichen Stunde. Ja. Die Aussicht. Obwohl, ne, auf das stetig Heavy Machine Gun. Ja. Und mit diesen Bildern möchte ich den Stream für heute beenden. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr hattet zumindest ein ganz klein wenig Spaß bei dem, was ich hier mache. Und schaltet vielleicht auch morgen wieder ein, wenn es heißt Hauptland-Calling. Bis dahin empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal unter youtube.com/rotzkocher. Da findet ihr vorangegangene Streams aus dem Hauptland bis Anfang Dezember. Im Moment leider nur.
Darüber hinaus gibt's Let's Plays von der Abenteuerzeit, die Dr. Snone und ich hier im Grunde freitags immer zocken. Das geht wahrscheinlich nicht. Die Abenteuerkarten so schnell in Minecraft reagieren. Musst du wahrscheinlich jedes Mal ins Menü, ne? Während das Let's Play, ein ewig fortwährendes Let's Play von Fallout New Vegas. Und wenn ihr das hier gerade auf YouTube sehen solltet, dann schaltet auch mal abends ab 20 Uhr auf twitch.tv/rotzkocher ein. Denn da finden die täglichen Livestreams aus dem Haukenland und freitags die Abenteuerzeit statt. Das Ketter können, fandst du gut? Wenn ihr meinen ganzen Quatsch mitbekommen wollt, dann abonniert mich bei Twitter. Auf jeden Fall. Wie auch die restlichen Abos kosten. An einem Frontschiff, an einem Jäger, Cent. Ja, dann müssen wir auch hier bei Twitch nicht. Und da erfahrt ihr dann immer, wenn ein Livestream beginnt, ein Video veröffentlicht wird oder ich einfach Quatsch tweete oder retweete. Jetzt wünsche ich euch noch eine gute irgendwas und wenn ihr der Afterburner, dann da weiß ich nicht ganz genau, aber der Afterburner, der hat an dem Triebwerk einen Conveyor-Anschluss. So, ja, dann müssen wir das haben.